Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe mal wieder Post bekommen und zwar von FG Normal. Und diesmal ist sogar gar kein Bild dabei, sondern was ganz anderes. Und wir gucken mal. Ich musste gestern total lachen und ich zeige euch auch gleich warum. Das zeige ich euch echt zum Schluss. Also zum einen haben wir hier das. Das ist ein Untersetzer. Wie gesagt, ich wollte mal was anderes. Und ich finde, also ich mag zwischendurch einfach so kleinere Projekte. Und genau, hier haben wir jetzt so einen Untersetzer für eine Tasse, für ein Glas, so what. Und wir haben dabei Strasssteinchen. Das finde ich persönlich ja immer sowieso sehr schön. Das seht ihr hier. Ich will noch einen TikTok drehen, deswegen mache ich das mal wieder zu. Dann haben wir hier auch einen Untersetzer. Und das passt ja perfekt. Ich bin ja gerade wieder total im Disney-Spiel. Das macht so Spaß. Da gab es ja jetzt ein Update. Ich weiß nicht, wer das auch spielt. Es ist super schön, das Spiel. Hier haben wir auch Glitzersteinchen. Und schaut mal. Total schön. Vielleicht mache ich den nachher mal. Oh, der ist so schön. So. Und dann haben wir hier Schlüsselanhänger. Die fand ich so schön. Das sind nämlich total süße Füchse. Hier sind die Steinchen. Das sind auch wieder Strasssteinchen. Und hier sind die ultra süßen Anhänger. Die zeige ich euch mal. Da ist immer alles bei, ne? Karabiner und Kettchen. Die sind immer Gold. Da kann man ja auch was anderes dran tun, wenn man möchte, wenn man was zu Hause hat. Aber es ist auf jeden Fall immer alles dabei. Guck mal, wie süß die sind. Ich finde die so niedlich. Ich sehe gerade, die sind einseitig. Also die werden nur von einer Seite gepaintet. Die sind so cute. Guck mal. Passt natürlich jetzt auch schön zu Ostern. War auch noch ein Hasi. Oh Gott, sind die niedlich. Guckt mal. Oh. Och Gottchen. Obersüß, oder? Oh mein Gott, die sind cute. Ah, ich würde die am. Ach, ich würde immer sofort am liebsten anfangen. So, das sind die Anhängerchen. Und jetzt kommen wir gleich zu einer Sache. Da musste ich, wie gesagt, sehr, sehr lachen, als ich das ausgepackt habe. Weil damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. So, das sind diese Sachen. Und dann habe ich aber noch ein Coverminder. Ich habe mittlerweile jetzt den grünen, den weißen, den lilanen. Und hier ist endlich mein rosaner. Moment, ich mache das mal auf. Das sind diese Tröpfchen. Ich möchte nämlich alle Farben davon haben. Ich glaube, es gibt sechs Farben. Also ich habe jetzt fast alle. Und die funktionieren auch gut. Die sehen nicht nur süß aus, die funktionieren auch gut. Moment, Moment, Moment. Ich finde die so niedlich und schön mit dem Glitzer da drin. Oh, es ist so cute, oder? Ja, obersüß, ne? Wir haben ja halt, wie gesagt, Magnet. Können wir uns halt, ne, von dem Bild die Folie nach oben packen und dann packen wir Magnet drunter und den Coverminder oben auf die Folie und dann wird das Ganze gehalten. Total süß. Jetzt habe ich den rosanen endlich, da freue ich mich. So, und jetzt kommt der Kracher. Also, wir kennen ja alle Schiffchen. Ich dachte, ich bestelle mir ein Schiffchen. Ja, so. Und wir kennen ja alle so die normalen Größen von Schiffchen, also hier sind ja diese Standard-Schiffchen, diese, ne, aus den Toolkits, diese grünen. Wir wissen alle, wie groß die sind. Oder hier von dem lieben Daniel haben wir ein Burgschiffchen, nur so normale, schöne Größe. Oder hier mein Stitch. Das sind so diese normalen Größen, mit denen man so arbeitet. Und ich dachte, ich bestelle ein weißes, normales Schiffchen und bekomme ein kleines Küchentablett. Bäm!
ehrlich gesagt musste ich wirklich so, so lachen, denn ich habe so ein Schiffchen oder vielmehr ein Dampfer noch nie gesehen. Ich wüsste auch gar nicht, wo man hier abkippen sollte. Also schaut euch das mal an, ne? Nur mal so im Vergleich. Ja. ja, das war dann irgendwie, keine Ahnung, da stand bestimmt die Größe bei und hier habe ich drauf geachtet, weil das ist natürlich schon riesig, weil man kann ja, also klar, wenn man jetzt ein Bild hat, wo man ganz viel Schwarz zum Beispiel hat oder so, dann ist es jetzt ja gar nicht so verkehrt, wenn man hier ordentlich was reinbekommt. Aber das Ding ist halt, wie will man das abkippen? Ne? Da sehe ich jetzt irgendwie nichts und da ist auch nichts. Das ist natürlich dann schon schwierig, die Steinchen hier wieder irgendwie runterzubekommen. Ne? Dennoch, ja, ich kann bestimmt irgendwas damit anfangen, aber ich musste wirklich total kringeln. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Ihr erwartet da so ein Schiffchen und macht das auf und habt dann ein halbes Küchentablett drin. Da musste ich schon echt ziemlich, ziemlich gackern. Ja, ansonsten wirklich super schöne Sachen. Die verlinke ich euch. Ich freue mich halt hier, wie gesagt, auf die Glas- oder Tassenuntersetzer. Ich finde sowas zwischendurch immer ganz schön. Genau. Parallel arbeite ich ja gerade mit zwei Bildern oder an zwei Bildern. Immer noch das von Tini Schnickschnack, der große Otter. Der wird auch noch einige Wochen dauern. Habe aber auch noch das Community-Projekt. Da paint ich auch ein richtig schönes Bild. Ja, und überlege, ob ich jetzt sogar noch ein drittes anfange. So ein kleines 30x40 oder so. Weil wenn man an so einem großen Projekt arbeitet, dann hat man wirklich Lust zwischendurch auch mal irgendwie auf was anderes, ne? Ja, so meine Lieben, das war's. Ich verlinke euch die Sachen wie immer in die Videobeschreibung. Die Sachen sind, wie gesagt, von FG Normal. Verlinke ich euch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.